Weil wir letztes Mal zu früh aufgehört haben, fangen wir diesmal zu spät, 3 Minuten zu spät an. Wir haben über die Abbildung Netzwerkadressen auf Hardwareadressen gesprochen, auf Anschlusspunktadressen. Und ich habe als Beispiel den ARP hier vorgeführt. Und da haben wir schon auch gesehen, wie elegant und schön man Broadcast verwenden kann, wenn man ihn denn hat, um ein Gerät zu finden und diese Adressbindung durchzuführen. Damit das auch immer flink geht, denn wir sehen ja hier, das ist durchaus eine Transaktion, wir müssen einen Frame abschicken, wir kriegen was zurück. Und der über uns, der sagt ja, ich möchte jetzt zu dieser IP-Adresse was schicken. Sollten wir das natürlich sinnvollerweise cachen, und hier haben wir dann so diesen ARP-Cache mal. Ich habe das hier schon vor Jahren fabriziert, mal den ARP-Cache ausgelesen in unserem Arbeitsplatz, in einem Arbeitsplatzrechner. Und da sehen Sie hier die IP-Adressen und hier die Ethernet-Adressen. Selbstverständlich wollen wir so einen Cache möglichst klein halten. Also vielleicht nur 4, 5, 6 Einträge. Wenn wir den Tausende von Einträgen groß machen, dann dauert es eben entsprechend lange, da drin was zu suchen. Können Sie was nicht sehen? Also Suchzeit sollte reduziert werden, und man kann sich ja überlegen, dass man eben all das vom lokalen Netzwerk kommt in den ARP-Cache rein. Das ist im Falle von einem kleinen Subnetz nicht so viel. Wenn man das ganze Uninetz hat und als Netzmaske auch das ganze Uninetz hat, dann wäre der ARP-Cache schon ein bisschen groß. Aber natürlich kann man auch irgendwelche, die üblichen Caching-Algorithmen, die üblichen Cache-Auswechsel-Algorithmen, so wie dieses Least Recently Used, benutzen. Hier steht nochmal die Sache mit dem eigentlichen Ablauf vom ARP nochmal etwas genauer drin. Wir schicken also so ein Ethernet Broadcast, ne, das ist die Broadcast-Adresse, die man da benutzen kann. Und der ARP-Request schickt also mit der Broadcast an die Broadcast-Adresse und als Absender die eigene 802.2-Adresse. Da steht die gesuchte IP-Adresse und die eigene IP-Adresse dran. Und im ARP-Reply steht die IP-Adresse dessen, der antwortet, dran, und die MAC-Adresse natürlich, naja, die muss ja sowieso drin stehen, damit man ein Ethernet-Paket abschicken kann. Und geschickt wird es an den hier. Und dann tragen wir das hier in den ARP-Cache ein. Wenn es ein Timeout gibt, dann tragen wir vorsichtshalber den Gateway ein, mal gucken, ob der damit besser klarkommt. Aber in der Regel, ja, wann gibt es ein Timeout? Wenn der hier schläft, nicht eingeschaltet ist, dann nützt einem auch der Gateway nichts. Oder wenn das Netz irgendwie sonst, also dieses lokale Netz auf 2 Netze verteilt wäre, dann würde auch der Gateway da was noch machen können. Aber im Regelfall finden wir den entweder, oder wir können uns auch nicht mit dem verbinden. Und für alle anderen IP-Adressen außerhalb von unserem eigenen lokalen Netz, das erkennen wir an der Netzmaske, müssen wir es eh an den schicken, und dessen Adresse kriegen wir übrigens auch so raus. Also dieses Problem der Abbildung, das haben wir jetzt im Griff. Wir haben letztes Mal schon, also am Beispiel haben wir es diskutiert. Und im Griff, ja, was wir uns jetzt überlegt haben in der letzten Stunde und heute, war, wie wir von Kommunikationsadressen über die Netzwerkadressen zu den Anschlusspunktadressen kommen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was über die Effizienz von solchen Adresssystemen sagen. Und danach müssen wir auch nochmal den nächsten Punkt
anpacken. Nämlich, wie können wir uns helfen, wenn ein Adressraum voll ist. Aber zunächst mal Effizienz von Adresssystemen. Man, als die über das IP Version 6, das hieß dann auch, das Projekt hieß IPNG, Next Generation, angepackt wurde, da haben die Leute sich natürlich überlegt, wie viele Adressbits brauchen wir überhaupt nicht. Wenn 32 nicht ausreichen, dann hätten wir ja sagen können, dann machen wir mal mit 48 weiter. Aber dann haben natürlich andere gleich gefragt, ja, reicht uns das denn? Sollen wir nicht 64 nehmen? Und dann sind wieder welche angekommen und haben gesagt, ja, eigentlich könnten wir ja bei den Netzwerkadressen, bei diesen neuen IPNG-Adressen, ja, da könnte man ja irgendwie noch weiter benutzen, um zum Beispiel diese Sockets loszuwerden und in einem Host ganz viele IP-Nummern zu haben, um da auch unterschiedliche Dienste anzusprechen. Könnten wir doch die IP-Nummer auch gleich dafür noch hernehmen und vielleicht größere Effizienz erzielen und so weiter. Also haben die Leute angefangen, darüber nachzudenken, wie viele Bits brauchen wir eigentlich wirklich unter gewissen Annahmen. Und da muss man sich zunächst überlegen, wie effizient sind denn Adresssysteme? Und ich habe ja schon gesagt, aus administrativen, da gibt es einerseits diese hierarchische Weglenkung, die wir im Telefonsystem zum Beispiel sehen. Ja, wenn Sie, oder auch bei den Postleitzahlen sehen. Postleitzahlen sind ein gutes Beispiel, und wenn da eine 8 vorne dran steht, dann weiß man ab Richtung Süden mit dem Brief. Und das ist ja auch so, wenn das, also der Inhalt von so einem gelben Briefkasten, in den die Leute alle brav ihre Briefe hineinstecken, wenn der ins Postverteilzentrum kommt, also so ein Sack Brief auf dem Tisch landet und eine Person das sortieren muss, dass das in die richtige Ecke Deutschlands kommt, dann guckt er auf die erste Ziffer von der Postleitzahl und naja, wenn es ein Achter ist, kommt das in den Sack Richtung Süden, und wenn es ein Dreier ist, weiß nicht, wo ist ein Dreier? Ach ja, genau hier in der Gegend, dann kommt es in den Sack Richtung Südosten. Und wenn es eine 2 ist, dann Hamburg oder Köln dagegen? Ach, ich weiß es nicht. Also, ja, und wenn das dann da ankommt, der Lastwagen mit all den Briefen, die für Bayern sind, dann werden die da wieder auf den Tisch geschmissen und dann wird die zweite Ziffer angeguckt und dann kann man es weiterlenken in die richtigen Gegenden von Bayern und so weiter. Das ist ein Beispiel für hierarchische Weglenkung. Und so ein Adresssystem, naja, wenn man sowas hat wie hierarchische Weglenkung, dann verschwenden wir natürlich einen Teil der nutzbaren Adressen, weil es ja sein kann, dass wir aus Weglenkungsgründen eine Ziffer, einen Teil des Namensraums, einen Teil des Adressraums aufbrauchen, obwohl das nicht alles da ausgenutzt wird, obwohl es da weniger Teilnehmer gibt, als dieser Ziffernraum es möglich machen würde. Und andere Bereiche haben vielleicht nicht genug, wenn wir an Postleitzahlen in Großstädten denken. Manche Nummernbereiche identifizieren auch Vermittlungseinheiten. Gucken wir uns mal das hier an, ne? 037-3139. Dann hätten wir für die TU Freiberg hier insgesamt bis zu 10.000 Nummern und dann auch Endgeräte an Telefon. Das brauchen die natürlich nie. Also würden wir einen Teil des Nummernraumes von Freiberg blockieren, sagen wir mal 8.000 Telefonnummern einfach verschenken. Hier. Das kann man durch komplexere Adressbindungen verbessern. Tatsächlich schauen sich die Telefonanlagen heutzutage, also die Vermittlungen, die Ortsvermittlungen, auch noch diese Ziffer hier an und entscheiden dann danach, naja, die 2er und die 3er und die 4er, das geht noch in die Bergakademie, aber die 6er und die 7er und die 8er nicht mehr. Und was, ja, das sind die technischen Einschränkungen, habe ich ein paar jetzt erwähnt. Im Jahr 2010 gab es 769 Millionen Hosts im Internet, 2 hoch 32 Adressen. Und
Da waren also nur 18,7% aller möglichen Adressen wirklich mit Hosts besetzt, mit Rechnern besetzt. Eigentlich würde uns das doch sagen, 80% ist frei, können vergeben werden. Aber das klappt eben nicht so einfach, insbesondere wegen den administrativen Einschränkungen. Auch durch solche Einschränkungen, ja, das kann man jetzt so, ja, das hier ist eigentlich eine administrative Einschränkung, ne? Die 139.20 und dann hier bei uns die Universität, ne? Das Netzwerk der Universität, das blockiert 2.16 Euro Adressen, aber die benutzen wir vielleicht alle gar nicht. Jedenfalls in den, ja, 2008, 2009 auf keinen Fall. Da gab es hier halt ein paar tausend Computer, ne, mit den Wohnheimen zusammen und mit allen Büros und Pools. So hat man vielleicht 10.000 Geräte, wenn es hochkommt, und die restlichen 50.000 verplempert. Oder die Hersteller-ID im Internet, ne, im Ethernet. Ein Hersteller besorgt sich so eine 22-Bit-ID, da könnte dann 2.24 Adressen vergeben, aber vielleicht geht er ja schon nach einem Jahr pleite, nachdem er 1 Million Adressen vergeben hat und die restlichen 15 Millionen sind jetzt erstmal verloren. Und bis man das wieder zurückkriegt und aus der Konkursmasse raus hat und so weiter, dauert es wohl. Also das ist sicher auch ein Problem. Diese administrativen Einheiten bedeutet immer, dass wir irgendeine Gruppe des Adressraumes vergeben an eine Entität, die das verwaltet. Und deren Effizienz ist eben eingeschränkt. Und insbesondere weiß man auch nicht, wie diese Bedarfsgruppe, die dem zugrunde liegt, ob die wirklich wächst oder ob die nicht vielleicht sogar schrumpft. Das bedeutet also, gucken wir mal hier zu diesem Zeitpunkt, als wir 18,7% ausgenutzt hatten von den IP-Adressen, haben die Leute schon gesagt, also IPv4-Adressen, die gehen uns aus. Und jetzt sind wir ja tatsächlich so, dass wir uns schon ganz schön anstrengen müssen, damit wir noch, wenn jemand IP-Adressen braucht, die ihm dem auch geben können. Und einer der Mitarbeiter, der Forscher, die da an dem IPNG dabei waren, der François Itema, der hat so eine Formel entwickelt. Und in der Formel, diese Age-Ratio, und das Age, das hat er wohl schon absichtlich nach dem ersten Buchstaben seines eigenen Namens benannt, obwohl sowas eigentlich ja zumindest unter Mathematikern als Unmöglichkeit gilt. Also dieses H-Verhältnis, das definiert er als Logarithmus von Anzahl der Objekte zu Adressbits. Natürlich, das ist ganz klar, das wird Maximum ist 0,3. Und jetzt hat er dann mal dieses Verhältnis gebildet für Adresssysteme, in denen man Sättigungserscheinungen feststellt. Sättigungserscheinungen stellt man fest. Zum Beispiel hat er das Telefonsystem genommen in Frankreich. Sättigungserscheinung hat er dadurch definiert, dass der Adressraum so voll ist, dass es so schmerzhaft ist, dass die Telefongesellschaft große Kosten auf sich nimmt, bei sich selber und bei den Kunden, um da was dran zu ändern. Also zum Beispiel den Nummernraum durch eine Ziffer zu erweitern, einen Präfix für Paris und ein anderes für den Rest von Frankreich einzuführen. Meine, das kostet einen Haufen Geld, Firmen müssen Visitenkarten drucken, die Vermittlungsanlagen, neue Briefköpfe drucken und. Die Vermittlungsanlagen müssen umprogrammiert werden, brauchen teilweise neue Hardware, damit man Nummernspeicher oder sowas, damit man damit klarkommen kann. Und in Frankreich hat die France Telecom diese Mühen auf sich genommen und auf ihre Kunden genommen, als dieses Verhältnis 0,26 erreicht hat. In den Vereinigten Staaten, da gibt es ja auch öfters diesen Fall, dass so ein Area Code zu voll wird und dass dann das aufgespalten wird. Natürlich macht das auch riesige Kosten. Ne? Wenn Sie sich überlegen, Freiberg, nicht riesig, aber ordentliche Kosten,
oder sagen wir lieber Dresden, wird jetzt umgestellt, dass der Nordteil eine andere Vorwahl hat, Telefonvorwahl, als der Südteil von Dresden. Da müssen ein Haufen Leute neue Visitenkarten und neue Rechnungsköpfe drucken und Verwaltungen müssen irgendwas umstellen und natürlich müssen auch die Telefonanlagen umgestellt werden. Also da kommen schon viele, viele Millionen auf einen zu. Das ist also so ein Moment. Hier wurde ein paar Mal historisch gesehen umgeschaltet, als dieses Verhältnis 0,24 erreicht hat. Und der IP-Version 4 Adressraum 2010 hatte 0,28 in diesem Verhältnis erreicht, war eigentlich schon ganz schön übervoll, wenn man annimmt, dass die Sättigung so bei 0,26 ist. Beim Ethernet nehmen wir mal an, es gibt da 10 hoch 10 Ethernet-Adapter da draußen schon, dann hätte man eine Sättigung von 0,21 ja, und ein bisschen mehr. Wenn wir ein bisschen höher, wenn wir das ein bisschen jetzt annehmen, dass da vielleicht schon 20 Milliarden Adapter da draußen gibt, zusammen mit all den Mobiltelefonen, Smartphones und was da so rumgeistert, dann kommen wir dann eben hier auf ein bisschen mehr. Wir sehen also, dass man sich auch da schon so allmählich dieser Sättigung nähert. Ich meine, an dieser Formel, das ist natürlich nur eine Abschätzung, es gibt einem so eine Idee, wie man sich das vernünftig überleben kann, angesichts, naja, hier diese Zahlen, angesichts der administrativen und technischen Einschränkungen. Und wenn man jetzt IP-Version 4 ansieht, na, wo haben wir es denn? Hier, wenn ich da geschrieben habe, Sättigung, wir haben 1500 Adressen pro Quadratmeter Erdoberfläche, dann ist das unter diesen passiven Annahmen, dass das Adresssystem dann voll ist in der 0,14er Größenordnung und diese vielen Millionen IP-Adressen pro Quadratmeter Erdoberfläche bei 0,26. Also ja, eigentlich schon die Schmerzgrenze, wie man hier sieht. Und dass wir beim IP-Version 4 die Schmerzgrenze erreicht haben, das merkt man daran, dass gerade in Asien die Institutionen, die IP-Adressen vergeben, schon händeringend nach Bereichen suchen, die man noch verwenden kann. Wohingegen, ich glaube, Nordamerika oder so, da gibt es noch ein bisschen was, in Europa geht's auch noch ganz okay. Müsste man aber nachschauen, da gibt es ja auch mal so Mitteilungen von diesen IP-Adressverwaltern, wo es denn gerade knapp ist. Ein Ausweg ist dieses radikale Umstellen der Infrastruktur auf IPv6 Adressen. Das hat jetzt nicht so richtig stattgefunden in der letzten Zeit. Es nimmt allmählich Schwung auf und in den meisten Betriebssystemen gibt es IPv6 Adressen mittlerweile. Da werden die unterstützt, brauchbar, und die Router sind auch allmählich so. Aber das Umschalten ist ziemlich langsam, und wenn man bedenkt, dass es eigentlich schon vor 10 Jahren hätte umgeschaltet werden sollen, dann ist es natürlich schon so, dass die Beharrungskraft vom IP-Version 4 beträchtlich ist. Warum, und diese Frage muss man jetzt beantworten noch, geht es denn überhaupt im Augenblick noch, wo doch so viele Milliarden Geräte da draußen sind? Und wenn man die Smartphones mitzählt und so weiter. Und das hängt damit zusammen, dass IP-Version 4 Adressen eben heute nicht mehr permanent statisch an Hosts gebunden sind. Wenn Sie so ein Smartphone haben, dann hat es eben nicht seine eigene IP-Version 4 Adresse, sondern es kriegt fürs Arbeiten mal eine zugewiesen. Und die eine, die es zugewiesen kriegt, das muss nicht unbedingt eine öffentliche IP-Version 4 Adresse sein. Und das bringt uns hier zum NAT. NAT heißt Network Address Translation. Der Grundgedanke ist, dass man, um IP-Pakete an die richtige Stelle schicken zu können, nicht unbedingt eine von diesen weltweit eindeutigen IP-Adressen braucht, sondern dass wir auch sozusagen ein privates Netzwerk bilden können, indem wir einen Namensraum haben und irgendwie Namensraum in einem privaten Netzwerk und dann hier irgendein Gateway
Und dieses Gateway, das ist dann das, was eine einzige oder vielleicht zwei, drei echte IP-Adressen, weltweit eindeutige IP-Adressen kriegt. Und die vielen Geräte hier, die machen sich in so einem privaten Namensraum Adressen. Und hier können sich 10, 20, 100, 1000 Geräte verstecken. Und hier auf der anderen Seite haben wir nur 1, 2, 3 IP-Adressen. Und über dieses Network Address Translation möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Das hieß auch mal IP Masquerading, also IP-Adressen, wirklich die IP-Adressen verstecken. Und Firmen haben das gemacht, gerne gemacht, um, naja, ihre Mitarbeiter ein wenig zu tarnen, damit das Netz nicht sehen konnte, wo der Vorstandsvorsitzende gerade herumsurft. Ob er sich diese einfach eine Konkurrenz anschaut, irgendwelche Produkte da anschaut. Ja, das hätte ja wieder Rückschlüsse ermöglichen können, genauso wie es eBay und Amazon Rückschlüsse ermöglicht, was sie eigentlich auf ihr Privatleben ermöglicht, wenn sie sich Schnellkochtöpfe ansehen oder Windeln im Internet. Also insofern wollten die das, diese Firmen früher das verstecken, was da wirklich, wer da was benutzt hat. Also das Gateway, das kriegt ein oder zwei oder drei wenige öffentliche Nummern zugeteilt. Und hier drin gibt es ein paar hundert, naja, oder sagen wir mal 65.000 solche IP-Nummern. 192, 168 ist ein IP-Präfix, das für private Netzwerke, die nicht im öffentlichen Internet sind, vorbehalten ist. Und deshalb habe ich zu Hause 192, 168, 1 Netzwerk und 192, 168, 2 und 192, 168, 3 und Sie haben auch 192, 168, 1. Und Ihr Rechner, wenn Sie den heute Abend anschmeißen, der kriegt vielleicht die IP-Nummer 192, 168, 1, 33 und meiner hat es auch. Und wir können trotzdem parallel das surfen. Pardon, das gibt jetzt wahrscheinlich irgendwas Interessantes auf der Tonspur. Geht's noch? Ja, gut. Ja, also weil unsere Adresse dann nur hier in diesem auf der linken Seite von dieser NAT Access Box, die übrigens auch den, ihren DSL-Router da abgibt, wir nur hier sind. Und gegenüber dem öffentlichen Netz ist zum Beispiel 80, 163, 177, 138 die Adresse. Also viele nicht öffentliche IP-Nummern, die nur lokale Bedeutung haben. Eine öffentliche IP-Nummer, jetzt mal zur Vereinfachung wollen wir nur über eine sprechen, eine öffentliche IP-Nummer, mit der wir hier im Internet auftreten. Aber das müssen wir jetzt natürlich noch organisieren, dass es irgendwie klappt. Denn wir haben ja das Problem, hier sagen wir mal zwei Rechner, das bin ich, das ist mein Junior, wir surfen beide. Ja? Das kann er auch machen, ja. Das kann man auch mehrstufig veranstalten. Also dann könnte man theoretisch sagen, okay, dann Vodafone die nächste Instanz alle durch ja, Telefon. Ja, ja, das geht schon auch, ja. So weit zusammenfassen, dass man dann wirklich noch das geht schon auch und ich kann mich erinnern, das ist schon viele Jahre her, da hatte ein Freund von mir hatte eine Venture-Kapital-Firma und der hatte ein paar Kunden und einer von dessen, nicht Kunden, Beteiligungen und einer von dessen Beteiligungen, die hatten Probleme mit ihren Klickzahlen. Und zwar die, die die Klicks gezählt haben, haben gesagt, bei euch gibt es ja nur, da aus München, in München habt ihr nur 9 Kunden. Und das kam deshalb, weil die Telekom-Kunden in München sämtliche, also
sämtliche Leute, die auf diesen Server zugegriffen haben aus München, sich hinter 9 IP-Adressen, nur 9 verschiedene IP-Adressen benutzt haben. Das waren natürlich eigentlich viel mehr. Ich meine, die Firma war in München, die konnten ja schon selber mit ihren Mitarbeitern mehr unterschiedliche IP-Adressen machen oder unterschiedliche Zugreifer machen. Aber die Messmethode war eben einfach nicht fein genug, dass die diese Telekom-Kunden unterscheiden konnten, und ganz München trat nur unter 9 IP-Adressen da auf. Also das kann man schon machen, dass sie hier auch wieder irgendwelche Nummern vergeben in diesem Netzwerk drin, und auf einer weiteren Stufe nach außen wird das erst wieder in öffentliche Nummern übersetzt. Also der Provider kann das auch machen, und manche Provider machen es. So was Mehrstufiges. Und es ist natürlich auch so, dass diese Nummer, wenn Sie Ihr Gerät einschalten, Ihren Router einschalten, dann sagt der Router zum Ihr DSL-Zugangsrouter zu dem Netzwerk Ihres Providers per DHCP, gib mir mal eine IP-Nummer. Und dann wird eine freie rausgerückt, die der gerade hat aus dem Pool. Vielleicht hat Ihr Provider nur 1 Million IP-Nummern, aber 5 Millionen Kunden. Aber er geht davon aus, dass nicht alle 5 Millionen gleichzeitig surfen können. Natürlich sind die Leute, die den ganzen Tag lang das Gerät eingeschaltet haben, lästig. 24 Stunden lang, ich verhake mich immer hier. Eieiei. Ich sollte vielleicht nicht so nah da vorne dran stehen, sondern mich zurückhalten. Hier drin, hier ist das. Ach so, da war noch was. Ich habe was kaputt gemacht, sieh an. Ja, das ist eine gute Idee, gell? Ja, besser verkabeln. Okay, dankeschön. Die den ganzen Tag lang ihre Router eingeschaltet haben, 24 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche und so weiter. Das ist eigentlich nicht schön für die, weil da eine IP-Adresse verfressen wird, ob sie benutzt wird oder nicht. Manche Provider schalten auch, nehmen ihnen auch absichtlich diese IP-Nummer, die sie dazu geteilt gekriegt haben, irgendwann mal in der Nacht weg und geben ihnen eine frische und so weiter. Also gut, wir kriegen eine IP-Nummer von unserem Provider, oder wir haben hier fest eine konfiguriert, das kann man sich ja noch aussuchen. Und auf der anderen Seite haben wir viele Geräte, die auch irgendwelche IP-Nummern haben. Wie die jetzt da zugeteilt sind, das lassen wir mal dahingestellt. Der 192.168.2.1 ist dieser Router. Und wenn der 192.168.202 an den 139.20.16.55 ein Paket schicken will, dann schickt er das mal. Hier schreibt er auch rein, 139.20.16.55. Jetzt kriegt der Router das, und als absender IP-Adresse steht hier 192.168.202 und meinetwegen der Port 3000 drin. Der Network Address Translator hier, der muss jetzt diese 192.168.202 rausnehmen und diese Adresse einsetzen. Er wird auch in der Regel sich einen anderen Port aussuchen. Warum das mit den Ports, das werden wir gleich am Rückweg sehen. Dann geht also dieses Paket hier weiter, das ist der blaue Strich. Kommt jetzt hier an mit 80, 136, 177, 138, Doppelpunkt 1024, also Port 1024. Wenn der jetzt antworten will, diesem hier, dann muss er das schicken an 80, 136, 177, 138, 1024. Kommt hier an. Und jetzt brauchen wir eine kleine Tabelle, die das 1024, der muss also nachschauen, wenn ich diese Adresse kriege mit dem Port 1024, dann kam das eigentlich von dem hier, von dem 102 mit der Adresse 3000.
Und dann kann er es an den weiterschicken. Und wenn der hier auch auf Adresse, auf Port 3000 was an den geschickt hat, dann muss diese Box hier schlau genug sein, wenn das an den 39.20.16.55 geht, dass er diese 3000 hier ersetzt durch zum Beispiel 1025. Denn auch ja irgendwie gekennzeichnet sein, dass es nicht hier geht, sondern hier hingeht. Hier, das geht an 1024, das geht an 1025. Na und das hier, das geht wieder irgendjemand anders. Da kann auch das 1024, 1025 wieder verwendet werden natürlich. Aber mit diesem Tupel, IP-Adresse und Portnummer kann das wieder an den richtigen Rechner hier zurückgeschickt werden, obwohl die hier beide denselben Port sogar angegeben haben. Wir benutzen also die Portnummern als im öffentlichen Bereich als Adresserweiterung. Natürlich ist es so, wenn wir hier 65.000 Geräte haben oder 70.000 Geräte hätten, die hier alle an diesen Rechner wollen, dann wird dem hier allmählich die Ports ausgehen. Wir haben ja nur 65.000 Ports. Aber na gut, den Fall muss man irgendwie anders managen, und wenn es hier so viele Geräte hat, reichen hier sowieso nicht eine IP-Nummer, dann muss man da vielleicht ein paar mehr IP-Nummern vorsehen. Aber Sie sehen, das kann man schon ordentlich skalieren, und wenn wir ein paar hundert IP-Nummern haben, können wir auf der Seite auch zigtausend oder hunderttausende von Geräten unterstützen. Wir müssen bloß ja, dass die Anzahl Teilnehmer und Portnummern in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Es gibt vielleicht ein paar Konflikte mit der Portnummernvergabe, die man noch lösen muss. Das größte Problem, was wir haben, ist aber hier von rechts nach links. Was ist denn, wenn der die Verbindung nicht aufgebaut hat, sondern der hier die Verbindung hierhin aufbauen möchte? Der weiß zwar, dass der well-known Port hier von dem Webserver 80 ist, aber wenn er hier an 80, 136, 177 und 138 Port 80 was schickt, soll das an den Webserver oder soll das an den oder soll das an den oder soll das an den? Deshalb gibt es da so eine kleine Tabelle hier drin, indem man solche, naja, die well-known Ports auf bestimmte Geräte, also zum Beispiel die 102 hier weiterleitet, oder na, die File-Sharer kämpfen natürlich mit diesem Problem, ne? Bei irgendwie dem Port 4512 oder sowas, dass man den an die richtige Maschine weiterleitet. Und da gibt es dann so eine Port-Tabelle in den Routern, wo man das entsprechende freigeben kann. Das macht das Web-Interface, und wenn Sie heute Abend mal den 192.168.1.1 in Ihren Webbrowser eintippen, dann kommt vielleicht Ihr Router zu Hause und verlangt nach einem Admin-Passwort, und das tippen Sie dann ein, und dann können Sie an dieser Port-Forwarding-Tabelle üben. Formulieren wir es mal so. Ein bisschen vorsichtig sein vielleicht. Es könnte auch sein, dass man da durcheinander anstellt. Aber es gibt ja irgendwie auch immer was, mit dem man ein Reset auf den Router machen kann, und da muss man halt von vorne anfangen. Ein zweites Problem ist, diese Nummer hier, die wird uns irgendwie zugelost, die kann sich ändern. Woher wissen die hier drüben denn, welche Nummer ich gerade mal hier habe, welche IP-Nummer? Und selbst wenn wir dieses Port-Forwarding richtig eingerichtet haben, dafür gibt es sowas wie das DynDNS, von dem Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Und wenn man irgendwie so einen IRC-Server laufen lassen will oder ein Mumble oder sowas, dann braucht es sowas natürlich. Wie man das bei Voice-over-IP hinkriegt, dass Sie von außen Ihr Voice-over-IP-Telefon, das Skype oder sonst was angerufen werden kann, darüber müssen wir noch separat verhandeln. Das ist dann ein anderes Kapitel in dieser Vorlesung. Das kommt dann auch noch später.
Also so kriegen wir das Problem nicht in den Griff, aber der mangelnden IP-Adressen hat man so verschieben können. Und deshalb geht es auch jetzt noch im Internet munter weiter. Und das Problem der mangelnden IP-Adressen ist nicht das Problem der Endkunden, sondern das Problem von Netzwerkprovidern, die zum Beispiel zu wenig von diesen Adressen vergeben können, weil sie, und sie haben mehr Kunden, als sie gleichzeitig mit diesen Adressen supporten können, hier oder in Asien oder sonst wo. Und die Smartphones verschärfen das Problem natürlich auch noch, denn auch da müssen sie dann wieder fürs Netz irgendwelche IP-Adressen vorhalten. Ich möchte jetzt noch ein bisschen so Eigenschaften von Adressbindung herausarbeiten, weil wir auch noch über die Adressbindung von Mobiltelefonen etwas sprechen wollen. Und ich dann auch noch kurz auf andere Konzepte kommen möchte, wann man Adressen bindet insbesondere. Für mich ein wichtiger Aspekt, eine wichtige Eigenschaft der Adressbindung ist, wann die Adresse gebunden wird. Die Adresse kann einerseits beim Einrichten eines Gerätes gebunden werden und dann bleibt die Bindung konstant. Also das Netzwerk weiß, der zum Beispiel bei Telefonnummern tun die das, oder wenn wir ein Haus einziehen, in dem Augenblick ist die Adresse statisch gebunden. Oder wenn wir einen Telefonanschluss kriegen, kriegen wir eine Telefonnummer. Wenn Sie ein Mobilfunk-Abo kaufen, kriegen Sie eine Telefonnummer. Das ist jetzt statisch gebunden, das bleibt so. Bis Sie Ihr Abo kündigen, bis Sie umziehen und so weiter. Also der Zeitpunkt, der kann statisch gebunden werden, ein fester Zeitpunkt. Und das können wir auch überall eintragen. Dieses kleine Telefonheftchen, was ich mit mir rumschleppe, noch aus alter Zeit, das ist auch so eine statische Adressbindung. Ich weiß, ich kann den Herbert anrufen unter 089 und so weiter. Und das schreibe ich mir in mein kleines Heftchen rein. Und da stehen 50, 100, 200 solche Bindungen drin. Solche Adressbindungen drin. Je nachdem, wie fleißig ich bin. Das geschieht zu einem festen Zeitpunkt. Aber wir müssen uns, wenn sich die Datenbasis aktualisiert, das müssen wir sorgfältig managen. Wir müssen zum Beispiel, wenn jetzt der Herbert einen neuen Telefonanschluss kriegt, dann muss er mir irgendwie seine neue Telefonnummer zukommen lassen und ich muss ein Radiergummi nehmen, die Nummer da rausradieren und die neue eintragen. Oder ich muss es in der Datenbank nachführen. Wenn das Netzwerk für mich macht, also ich möchte das Netzwerk, das eine statische Adressbindung durchführt, also zu festen Zeitpunkt bindet, dann muss diese Information da propagiert werden und in Datenbanken eingetragen werden. Für mobile Teilnehmer ist das natürlich ungeeignet. Denn die haben ja mal da eine Netzwerkadresse und eine Anschlusspunktadresse und mal hier eine Anschlusspunktadresse. Da müssen wir also irgendwas anderes machen. Sobald er sich das mobile Gerät bewegt, und mobil heißt ja gerade, ich bewege mich, klappt diese statische Adressbindung nicht mehr. Beim DNS ist das ein Eintrag in den Nameserver. Und das war ja auch irgendwie das, was ich hier schon gesagt habe. Wir brauchen dünn DNS, weil sich hier die Netzwerkadresse ändert. Wir brauchen also jemanden, der dynamisches DNS, deshalb heißt es dünn DNS, betreibt. Eine weitere Eigenschaft von Adressbindung ist also nicht nur der Zeitpunkt, wann gebunden wird, a priori zu einem festen Zeitpunkt oder dynamisch beim Verbindungsaufbau, ist der Algorithmus und die Antwortzeit. Den Algorithmus haben wir ja auch schon zum Beispiel diesen iterativen und rekursiven gehabt. Antwortzeiten, wie lange dauert es denn, bis ich die Auskunft zurückkriege? Wie lange müssen wir in diesen Datenbanken hier suchen? Fehlertoleranz, was passiert, wenn mal so eine Bindung falsch ist, wie flexibel ist das?
Wartbarkeit, wie viel Arbeit macht es und so weiter. Naja, und wenn man ein größeres System hat, braucht man wahrscheinlich eine Hochleistungsdatenbank und das kann unter Umständen auch aufwendig werden, das hängt dann wieder mit Antwortzeiten zusammen. Also statische Adressbindung habe ich schon darüber gesprochen, bei der dynamischen Adressbindung, da wollen wir erst beim Verbindungsaufbau die Adresse binden. Da gibt es für mich zwei wesentliche Ansätze. Die fortlaufende Adressbindung, das ist so eine flexibilisierte Variante der statischen Adressbindung. Das bedeutet, man meldet sich an und man meldet sich ab. Bei der fortlaufenden Adressbindung sagt also das Endgerät dieser Datenbank hier, ich bin jetzt da und da. Und dann, wenn es sich ausschaltet, sagt so, ich bin jetzt erstmal weg. Und wenn es sich woanders wieder einschaltet, sagst du, ich bin jetzt hier. Also gibt dem immer so einen Tupel zu bindende Adresse und Adresse eine Klasse tiefer, wo bin ich jetzt? Das dünne DNS geht genauso vor. Wenn Sie Ihr Gerät einschalten, dann, wenn das dünne DNS im Router drin ist und der kriegt eine IP-Nummer, dann schickt er zu diesem Server so einen Tupel hin. Ich bin da sowieso noch und ich habe jetzt diese IP-Nummer. Und jeder, der beim DynDNS-Server nachfragt, welche Adresse hat der sowieso noch, der kriegt das Letzte, was der ihm hier geschickt hat. Also so eine fortlaufende Adressbindung. Und in der Infrastruktur muss ich um das Fortschreiben kümmern. Wir könnten uns auch eine suchende Adressbindung überlegen. Das würde bedeuten, dass wir so wie es ARP, einen Broadcast machen müssen. Broadcast hört sich natürlich erstmal als ungeheure Netzwerkbelastung an, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es vielleicht gar nicht so schlimm und es gibt Techniken, das in den Griff zu kriegen, da kommen wir noch dran vorbei. Diese fortlaufende Adressbindung in dem Spezialfall Mobiltelefonnetz, nenne ich das mal lieber überwachende Adressbindung. Das Wort überwachend hat jetzt gerade in den letzten Monaten noch ein weiteres Geschmäckle gekriegt. Aber tatsächlich findet das statt und man sollte wenigstens das Ding beim Namen nennen. Es ist nämlich genau so, dass das System bei so einer fortlaufenden überwachenden Adressbindung dieses Wissen zur Adressbindung ständig nachführt. Es gibt einen Heimatserver, in dem steht drin, wir müssen es ja irgendwie verteilt hinkriegen. Sagen wir, wir haben 100 Heimatserver und mein Telefon gehört zum Heimatserver N. Wenn also die Adressbindung von meinem Mobiltelefon durchgeführt werden soll oder von meinem Smartphone, dann wird dieser Heimatserver gefragt, welche aktuelle Anschlusspunktadresse hat denn diese Netzwerkadresse? Also Telefonnummer rein und eine Anschlusspunktadresse raus. Und in dem Heimatserver wird ständig nachgeführt auf diese Art und Weise, das schauen wir uns jetzt schnell an, wo ich gerade bin. Also nehmen wir mal an, ich bin in dieser Mobilfunkzelle und ich habe über diese Mobilfunkzelle dem hier mitgeteilt, vielleicht macht es auch gleich die Zelle hier, das rosa Auto. Das ist jetzt in der Zelle A. Irgendwann stellt das rosa Auto beim Fahren fest, die Feldstärke von dem Mast ist viel kleiner als die hier, eigentlich sollte ich besser über den funken. Dann sagt das Telefon zu dem hier, nö, du bist nicht mehr gut genug, ich suche mir eine neue Zelle. Auf Wiedersehen. Dann schickt der hier dem, der ist jetzt nicht mehr in meiner Zelle. Das rosa Auto, die Mobilfunkeinrichtung meldet sich bei dieser Station, bei dieser Zelle hier an, sagt, ich bin der Sowinoch und hier ist mein Ausweis. Und da gibt es irgendein Identifikationsverfahren. Ja, mäßig gut verschlüsselt, aber immerhin. Dann sagt die Zelle, also der rosa Typ, der ist jetzt bei mir und dann steht hier in dem Verzeichnis, Millisekunden nachdem die Abmeldung hier erfolgt ist, der ist jetzt bei mir. Und deshalb nenne ich das überwachende Adressbindung. Denn die hier oben, der Heimatserver, der weiß ständig,
in welcher Zelle ich bin. Das kann man jetzt für ein kleineres Problem halten. Wenn die Zellen groß genug sind, dann weiß das Teil halt, ja, der ist im Norden von Freiburg oder im Süden von Freiburg und der ist in München-Pasing und in Dresden-Hellerau. Okay, na gut, man kann schon wissen, wo ich mich rumtreibe. Ne? Und tatsächlich verwenden das natürlich irgendwelche Leute auch. Andererseits kann man auch immer hier den da fragen, die Zelle, na, wer ist denn jetzt gerade am Telefon gerade bei dir? Das wissen ja, diese Zellenabfrage, das ist ja auch, weiß nicht, vor ein paar Jahren in Dresden mal bei uns in der Demo gelaufen, hat zu großem Wirbel geführt, insbesondere wenn diese Zellen da abgefragt werden, wer ist denn gerade bei dir, dann kommt nicht nur eine oder zwei Antworten, sondern gleich zigtausend Leute, die da sind. Beteiligt, unbeteiligt, egal. Die waren da eben und das kann durchaus zur falschen Zeit am falschen Platz bedeuten. Also beim Netzzugang melden wir uns an und das wird gleich hier in diesen Heimatserver durchgereicht und wir können Bewegungsprofile erstellen. Das ist jetzt schon wieder ein ziemlich unanständiges Wort, Bewegungsprofil. Jetzt könnte man fragen, naja, wir machen mal ein bisschen weiter. Der Datenaustausch zwischen dem Zugang und ja, wie binden wir denn jetzt eigentlich? Nehmen wir mal an, hier ist ein Telefon, ja, hier so das klassische Dampftelefon und der wählt die Telefonnummer von diesem Endgerät hier. Das geht über das Public Switch Telephone Network. Also Sie wählen wirklich 0172 und so weiter, 733. Und so. An den ersten Wahlziffern, also das Netzwerk hier, das erkennt 0172, aha, das ist der Provider. Dann geht er hier zu dem richtigen Gateway. Und hier an dieser Stelle gibt es dann jemanden, der fragt, wenn ich die Adresse 0172 habe und dann geht es mit 73 weiter, dann weiß man, welches Home Location Registry, welches Heimatverzeichnis man befragen muss. An dem 73 sieht man also so ein Heimatverzeichnis auf der Schwäbischen Alb. Das kommt zum Beispiel daher, wo Sie Ihr Mobilfunkabo gekauft haben. Ich hatte mal so 1994 so eins gekauft, da ging es halt dann mit 73 weiter, weil ich es in Ulm gekauft hatte. Das hat halt die Telefonvorwahl 70731. Ne? Schön. Dann wird der hier gefragt, wo ist denn der gerade? Und der hier antwortet dann, der ist gerade in der Zelle und wenn du diese temporäre Rufnummer anrufst, von hier aus weiter anrufst, dann landest du bei dem. Also, Heimatverzeichnis mit statischer Adressbindung finden, Bindungsanfrage an das Heimatverzeichnis und dann jetzt hier so eine temporäre Nummer für den Zugang hier dem zurückschicken und der kann dann hier klassisch sozusagen zu einer verdeckten Telefonnummer die Verbindung aufbauen. Und weil man sich hier autorisieren muss, können wir uns auch sicher sein, was hier in der Datenbank steht. Das ist ein Profil für dieses mobile Gerät. Beim GSM heißen die Dinger Home Location Registry, also bei unserem Mobilfunksystem, Home Location Registry und Visitor Location Registry. Und der Zellwechsel führt eben so zu so einer Registriertransaktion. Erst wird was hier gelöscht, dann werden wir neu eingetragen in den Visitor Location Registry. Das ist das hier. Und das sorgt dann dafür, dass wir auch im Home Location Registry hier oben eingetragen werden. Und dann klappt diese Bindung beim Verbindungsaufbau. Die ITU, die hatte auch mal, also die International Telecommunications Union, hatte auch mal so ein Standardisierungsprojekt. Telefon
uns rumgetragen. Da hatten wir nur irgendwelche Smartcards, hätten wir da rumtragen sollen. Und wenn die Smartcard ja in irgendeinen Raum reinläuft, dann wird so eine Registriertransaktion durchgeführt. Und wenn dann jemand mit mir telefonieren will, dann wird das Telefonat automatisch in den Raum, in dem ich gerade bin, im Festnetz umgeleitet. Da wüsste man natürlich, ja, wenn das berührungslos gehen soll, so mit RFIDs, RFIDs, ich laufe da rein, das macht das automatisch mit dem Telefon aus, und wenn ich rauslaufe, dann geht es wieder verloren, und bin ich mit einem anderen Telefon, wenn ich in den Nachbarraum reinlaufe, eigentlich ganz gut ausgedacht, gibt aber natürlich auch gute Lokalisierungsinformationen. Nachteile sind sicher, dass man viele Update-Transaktionen bei hoher Mobilität hat, beziehungsweise wenn die Netzwerke picozellulär sind. Ich habe eben gesagt, vielleicht habe ich nichts zu verbergen, abgesehen davon, dass jeder immer irgendwas zu verbergen hat. Vielleicht stört es nicht, wenn jemand weiß, dass ich in Freiberg bin, aber je voller die Mobilfunknetzwerke sind, je mehr Smartphones es gibt, desto kleiner werden diese Zellen. Weil man in einer Zelle können ja nur 8 oder 16 Leute gleichzeitig telefonieren. Und wenn in einer Zelle sich 10.000 Leute rumtreiben, dann Blockierwahrscheinlichkeit und so weiter, Sie haben ja die Kurve gesehen, dann brauchen wir also mehr Frequenzen und irgendwann sind die Frequenzen alle, also machen wir die Zellen kleiner. Und dann ist eben eine Zelle mit dem Freiberg aufgeteilt in 4 Zellen. Und wenn die wieder zu voll sind, in 8 Zellen. Und irgendwann in der Fußgängerzone, am Bahnhof, am Flugplatz, werden die Zellen klitzeklein. Und man kann sehen, in einem Kaufhaus, wo ich denn hier überall langlaufe, um die Parfümabteilung mache ich einen Bogen, weil es so immer so stinkt. Und dann gehe ich doch vielleicht noch durch die Abteilung durch und die Abteilung und dann gehe ich wieder raus und schon kann ich die richtige Werbung kriegen. Oder irgendjemand kann auf eine dumme Idee kommen, dass ich irgendwelche schlechten Ansichten oder Ambitionen habe. Wir denken an 1984. Wer hat eigentlich 1984 gelesen, das Buch von George Orwell? Und wer hat den Film geguckt? Und wem geht es noch gut? Also ich muss zugeben, ich habe damals, als ich den in der Schule gesehen habe, den Film, irgendwie nach der Hälfte die Augen zugekniffen und nicht weiter gucken können. Und das Buch habe ich auch noch nicht ganz geschafft zu lesen, weil es mich so bedrückt. Es gibt übrigens so eine Fortschreibung von diesem Buch, oder sagen wir mal, das ist dann fortentwickelt auf die heutige Netzwerktechnik von Cory Doctorow. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gehört haben. Das ist der von Boing Boing. Und der Cory Doctorow, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Little Brother, und das ist ein ähnliches Thema, bloß eben mit moderner Internettechnik, kann man sich auch nochmal lesen. Also diese Probleme, die dann hier entstehen, die Leute wissen halt genau, wo wir uns rumtreiben, dann kriegen wir irgendwann mal einen wohlgemeinten Brief, wir sollten noch das und das Produkt kaufen, oder wir kriegen als Autofahrer den wohlmeinenden Brief, dass wir doch wegen der Umwelt zuliebe vielleicht weniger fahren sollten. Oder die Leute denken ganz andere Sachen über uns. Ich habe mal in einem Projekt schon vor einigen Jahren, das ist eine Diplomarbeit gewesen, nachprüfen lassen, ob man das nicht auch besser hinkriegt. Und das nenne ich suchende Adressbindung. Bei der suchenden Adressbindung wird erst zum letztmöglichen Teil das Bindungswissen aufgebaut. Also zum letztmöglichen Zeitpunkt das Bindungswissen aufgebaut. Der Algorithmus geht ungefähr so, wenn jemand eine Verbindung aufbauen möchte, gehen wir weiter vom Telefonat aus, dann schickt das Netzwerk einen Broadcast an alle Mobiltelefone, über die Skalierbarkeit reden wir gleich, an alle Mobiltelefone, bitte melde dich doch mal an. Und dann kann das Mobiltelefon entscheiden, aha, da ist also ein Anruf für mich, vielleicht steht da auch die Rufnummer des Anrufenden drin, muss aber nicht unbedingt sein, das ist ein Anruf an mich, dann suche ich mir mal im letzten Augenblick die stärkste Zelle, melde mich da schnell an
Und dann sagt diese Zelle dem Netzwerk, okay, der ist jetzt gerade bei mir. Also die Verbindungsannahme führt zur Standortmeldung beim Netz, sodass aufgebaut werden kann. Das klassische Paging, wenn Sie so wollen. Ja, der Piepser, es wird auf einer Broadcast-Frequenz gesendet, bitte melde dich doch mal. Und wenn man das natürlich schnell genug hinkriegt, und natürlich können wir das mit unseren modernen Geräten im Millisekundenbereich betreiben, diesen ganzen Transaktionskram, der da nötig ist, das macht sogar wahrscheinlich weniger Verkehr als dieses ständige, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da, ich bin jetzt da. Das kann man ökonomisch hinkriegen. Jetzt muss man nur über den Broadcast noch kurz reden. Natürlich sagt man als erstes, stell dir mal vor, wie viele Millionen Verbindungsaufbauten es pro Stunde gibt. Und dann sage ich, okay, stellen wir uns mal vor, wie viele Millionen Verbindungsaufbauten es pro Sekunde gibt. In Deutschland sind es vielleicht gar nicht so viele. Pro Sekunde. Ein paar hunderttausend. Und jetzt überlegen wir uns noch, wie viel Bit wir brauchen für einen Verbindungsaufbau. 100, 200? Oder wie viel Byte wir brauchen? 50, 100 Byte pro Verbindungsaufbau? Und es sind pro Sekunde in einem geografischen Gebiet ein paar tausend. Dann sind wir doch nur bei Megabit oder sowas. Also würden wir zum Beispiel das Paging in einem regionalen Gebiet durchführen. Wir merken uns, wo war der zum letzten Mal? Wie lange war das her, als der sich zum letzten Mal gemeldet hat? Unter der Annahme, dass er nicht sich auf Lichtgeschwindigkeit bewegt, kann er also nur in der Gegend von Freiberg sein, im Großraum Freiberg oder so. Und dann pagen wir ihn da. Und wenn ich ihn da nicht finde, wenn er nicht antwortet, kann ich ihn ja immer noch in ganz Deutschland pagen. Und wenn ich ihn da nicht finde, kann ich ihn immer noch auf der ganzen Welt pagen. Also bei so einem hierarchischen Paging-System, so ein hierarchisches Broadcast dieser Suchmeldung, kann man das schön skalieren. Und die Diplomarbeit, die hat das tatsächlich simuliert. Die hat also einen Ankunftsprozess für solche Anrufe gehabt. Das waren durchaus realistische Zahlen, die hatten wir uns vom Telefoniesystem besorgt. So und so viele Millionen Anrufe pro Tag. Und dann auf Sekunden umgebrochen und dann dieses hierarchisch in drei Stufen ein Paging vorgesehen. Und dann hat sich herausgestellt, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt, das war irgendwie Jahr 2000 oder so ähnlich rum, dass da so ein 64-Kilobit-Broadcast-Kanal durchaus reichen würde. Wenn wir das jetzt auf heutzutage skalieren, mehr Mobiltelefone, mehr Telefoniererei, dann bräuchte man vielleicht einen Megabit- oder 2-Megabit-Broadcast-Kanal, was ja eigentlich auch kein Problem mehr darstellt. Wir bräuchten halt vielleicht 3 und noch ein bisschen ein zelluläres System drumherum, also andere Frequenzen woanders. Aber das könnte man durchaus machen. Und was würden wir gewinnen? Das System wäre strukturell nicht mehr zu tracken. Und wenn Sie merken, dass Ihr Telefon alle Sekunde angepingt wird, melde dich nochmal beim Netz, melde dich nochmal beim Netz, dann kann das Telefon was dagegen unternehmen. Denn so häufig werde ich ja nicht angerufen. Wir könnten auch in diese Suchmeldung einbauen, wer denn anruft. Das könnten wir auch irgendwie verschlüsseln mit irgendwelchen Hashes. Die Kryptographie ist weit genug, dass wir da was Vernünftiges machen können. Also das wäre schon durchaus möglich, so eine suchende Adressbindung. Man muss es bloß wollen. Und das ist so ein Punkt, den ich zu dieser jetzigen Debatte auch noch irgendwie über Privatsphäre und Ausschnüffeln beitragen kann. Wir Informatiker sollten uns darum kümmern, dass wir Strukturen schaffen, mit denen das Tracken zumindest wesentlich schwieriger wird. Womöglich kriegen wir es vielleicht nicht, aber wir wollen es wenigstens so teuer machen, dass die anderen sich das lückenlose Tracken nicht mehr leisten können. Darum geht es eigentlich. Also nicht nur Gesetze schaffen und irgendwelche Abkommen versuchen zu machen, sondern auch die Aufgabe, das Problem einfach verschärfen. Und wenn alle verschlüsseln würden ihre Kommunikation, wäre es eben
nochmal eine Größenordnung schwieriger, beziehungsweise würde Größenordnung mehr Rechenleistung verlangen, überall zuzuhören. Na gut, so viel zum Thema, wann sollten wir denn Adress binden? Ich glaube, man kann das auch so machen, dass wir uns eben nicht die ganze Zeit jemandem verraten müssen, wo wir sind. Und wer Interesse an sowas hat, das nochmal vorzuschreiben, nochmal zu bearbeiten, dieses Thema, da bin ich sehr offen. Ich habe jetzt noch eine Folie hier, das machen wir kompakt, zum Thema Standardisierung. Ich habe hier so ein paar, das ist irgendwie die vierbuchstabige Abkürzungshölle hier, 3- bis 4-buchstabige Abkürzungshölle hier, diese Folie. So ein paar Kürzel aufgeschrieben, aber unter anderem auch, damit Sie, ohne nachschauen zu müssen, dass Sie einfach mal auf einer Folie haben. Als erstes gibt es diese International Standards Organization. Das sind die vom ISO-OSI-Schichtenmodell oder vom JPEG oder vom MPEG. International Standards Organization, das ist die Dachorganisation, der Zusammenschluss der nationalen Standardisierungsvereine, und dazu gehört auch das Deutsche Institut der Normung und in Amerika NIST und wie die anderen heißen, weiß ich nicht. Die standardisieren Bildkompression, Videokompression, Kommunikation, Schraubengewinde und Farben. Das ist eine so ein Standardisierungsbaum. Wie erzeugt man da Standards? Es gibt da natürlich so ein Leitungsgremium. Abgesehen davon, dass es einen Geschäftsführer und eine Geschäftsstelle gibt, die in Genf sitzen, gibt es da auch so ein Leitungsgremium, die öfters mal tagen. Und da werden dann so Sachen besprochen, wann machen wir die nächste Großkonferenz, was gibt es zu essen. Aber eben auch, wofür braucht es denn einen Standard? Wenn also irgendeiner von den nationalen Standardinstituten glaubt, es braucht einen Standard für die Sitzfläche von Stühlen, oder die Höhe von Treppenstufen oder einen Standard für Adressbindungsalgorithmen, dann schreibt dieses Institut, dieses nationale Standardisierungsinstitut, das natürlich auch ein Direktorium hat und so weiter, die schreiben dann einen Antrag, einen Brief an das Leitungsgremium von der ISO und sagen, das müssten wir doch eigentlich machen. Dann nicken die freundlich oder auch nicht. Und dann wird ein Expertenausschuss gegründet. Dann suchen die mit Zuhilfenahme der nationalen Standardisierungsinstitute nach Fachleuten, die sich da auskennen bei der Größe der Sitzfläche von Stühlen oder Adressierungsalgorithmen. Und dann wird diese Arbeitsgruppe eingerichtet, die tagen ein paar Mal, schreiben Papers, entwerfen einen Standard. Und der Standard, der wird dann bei der nächsten großen Weltkonferenz der ISO, die sind glaube ich so alle 4 Jahre, letztes Jahr war glaube ich eine, oder war das die ITU, ne, die funktioniert so ähnlich, vorgeschlagen. Und dann können die teilnehmenden Institute, also die nationalen Standardisierungsbehörden, sagen, finde ich gut, finde ich schlecht. Wenn es einer schlecht findet, ist es abgelehnt, wenn es alle gut finden, ist es angenommen. Da gibt es natürlich den üblichen Kompromissvorgang und so weiter. Und Enthaltungen und ja, ich kann doch damit leben und nimmst du meinen Standard, stimme ich deinem zu und so Zeug. Als nächstes, so eine ähnliche Standardisierungsorganisation ist dieses die IEC, International Electrotechnical Commission. Da werden, wie der Name schon sagt, hauptsächlich so elektromechanische Standards beschlossen. Und darunter gibt es dann natürlich sowas wie, in Deutschland ist es glaube ich dann der VDE oder so ähnlich, Verband der Elektroingenieure, die da teilnehmen. Oder die IEEE von Nordamerika. Die ITU, das ist ein Zusammenschluss von den, ja, ursprünglich waren es mal die Postverwaltungen, die auf Länderebene die Standardisierungshoheit für
Kommunikation haben, also Briefe, Telegrafie, Telefonie und Fernsehen und so weiter. Das ist ja mittlerweile alles privatisiert, also haben die Staaten Regulierungsbehörden geschaffen und diese Regulierungsbehörden sind Mitglied in der ITU, die sitzen auch in Genf übrigens. Die ITU ist zweigeteilt, die ITU-T, International Telecommunication Union minus Telecommunication, und das heißt hier Radio Services oder so ähnliches. Früher hießen die auch französisch, ne, Comité Consultatif International und so weiter. Die standardisieren Telefoniedienste, haben sich in den letzten Jahren allerdings durch gewisse Langsamkeit ausgezeichnet. Die möchten auch gerne das Internet, Telekommunikation standardisieren, und da gibt es auch Versuche. Und dann gibt es die ITU-R, die kümmern sich um Radio und Fernsehen, da geht es insbesondere um Frequenzzuteilung. Ist ja ganz klar, wenn jemand einen Sender in Dresden aufbauen will, dann darf der Sender, oder in Görlitz aufbauen will, dann darf der Sender auf der anderen Seite der Grenze natürlich nicht dieselbe Frequenz benutzen. Das muss also irgendwie abgestimmt werden. Überhaupt, Frequenzverteilung ist ein interessantes und heiß umstrittenes Thema. Auch hier ist wieder der Standardisierungsvorgang. Die deutsche Regulierungsbehörde schreibt mal einen Antrag an die ITU, wir sollten uns eigentlich mal um das Standardisieren von Chatdiensten im Internet kümmern. Und dann sagt das ITU-Direktorium, jo, das machen wir. Expertengruppen werden gegründet, da gehen natürlich dann, möchte natürlich auch wieder der von der beantragenden Behörde drin sein, dann möchte vielleicht einer von Microsoft dabei sein und dann möchte auch einer, und der muss natürlich dann der amerikanischen Teilnehmer, also der FTC, muss dann Microsoft sagen, ja, könnte man nicht unseren Mann dahin schicken und so weiter. Also Stakeholder und also Interessenten, Leute, die da was zu verlieren haben oder zu gewinnen haben, und Experten sitzen dann da drin und diskutieren, und irgendwann kommt ein Kompromiss raus, der vielleicht auch irgendwann angenommen wird von der Vollversammlung, die alle paar Jahre tagt. Wegen der Sache mit der Vollversammlung ist es auch ein langwieriger Prozess. Diese Leute haben sowas wie das ISDN standardisiert. Ja, früher die Telefonie, dann das ISDN. Beim Mobilfunk sind sie ein bisschen gescheitert. In letzter Zeit sind sie überhaupt häufiger gescheitert und haben nicht so richtig gesehen, welche attraktiven Dienste sich daraus bilden. Bei der ATM-Standardisierung, ja, haben sie es so lange gezögert und sich nicht zusammenraufen können, bis das ATM dann irgendwann schon wieder unmodern war. Das ist denen sozusagen während der Standardisierung abhanden gekommen. Diese europäische, hier da, Conférence Européenne d'Administration de Poste et de Telecommunication, CEPT, die hat mal Standards gemacht, zum Beispiel das BTX, Bildschirmtext, für die, naja, Sie werden sich nicht mehr daran erinnern. Andere Standards, zum Beispiel von der ETSI, die war eine Zeit lang super erfolgreich mit Standards. Die ETSI, die sitzen irgendwie da, ich glaube, in Sofia Antipolis, das ist am Mittelmeer in Frankreich, da wo es schön ist, so eine Technik-Kunststadt, aber ist gar nicht weit weg von Cannes, glaube ich, also schon gut. Als sie gegründet worden sind, saßen die, glaube ich, in Frankreich, und als Ausgleich wurde ein deutscher Direktor, auch so ein Kompromiss. Die haben ein paar interessante Standards gemacht, insbesondere das GSM. Und das ist ja nun wirklich ein Erfolgsmodell geworden. Für Betriebsfunk, das Tetra, der Herr Heine kann darüber erzählen, das Euro-ISDN haben die standardisiert, weil die hier das ISDN nicht fertig standardisiert haben und sich ewig nicht aufgerafft haben, die Details zu machen, haben die hier das Euro-ISDN fertig standardisiert, und dann konnte endlich ein ISDN als Telefoniesystem einheitlich verteilt werden in Europa. Das hier war so ein Wireless LAN-Standard, das Hyper-LAN, das nicht so super richtig funktioniert hat. Und die ETSI, da ist es aber auch wieder so, dass eben europäische Regulierungsbehörden da Teilnehmer sind und auch da wieder Anträge schreiben können, Expertenkommissionen,
So zum Experten wird man irgendwie, zum Mitglied in so einer Kommission wird man mehr oder weniger berufen. Entweder weil man viel Ahnung hat oder weil man sonst wichtig ist. Das nächste, was ich erwähnen möchte, das ist die IEEE. Das ist der amerikanische VDE, Verein der Elektroingenieure, wenn Sie so wollen. Und na, klassisch standardisieren die irgendwie den Abstand der beiden Stifte beim Stecker. Hier in der Wand, ne? Diese Dinger da, die müssen ja auch standardisiert werden. Und als das Ethernet standardisiert werden sollte, also dieses Medienzugriffsverfahren, das ja der Bob Metcalf und der Herr Box sich bei Xerox ausgedacht haben, das wurde dann ja, in so einem Konglomerat Xerox, Park und Intel und Digital Equipment, glaube ich, vorangetrieben. Und die haben dann auch Geräte gehabt. Da hat man irgendeine Standardisierungsinstitution gebraucht und da haben sie sich an die IEEE gewendet. Und die IEEE hat dann angefangen, die lokalen Netzwerke zu standardisieren. Dann ist der Token Ring dazugekommen, dann sind die Wireless LANs dazugekommen und so weiter und so weiter. Für uns Informatiker als weiterer wichtiger IEEE-Standard zu nennen sind zum Beispiel die Floating-Point-Zahlen. Die werden auch da standardisiert. Ne, IEEE 754 minus und dann kommt irgendeine Jahreszahl. Also die kümmern sich darum. Wenn ich diese hier so anschaue, dann kann man sich fragen, wovon die leben. Da gibt es natürlich, könnte man Mitgliedsbeiträge erheben, aber es ist auch so, wenn Sie so einen Standard brauchen, dann müssen Sie die Standards bei denen hier kaufen. Und so ein Standard, 50 Seiten oder so ähnlich, kostet dann halt 50 Euro, 100 Euro oder so ähnlich bei denen. Da gibt es einen Shop, können Sie mal bei der ITU zum Beispiel vorbeischauen oder auch bei der ISO. Da kann man dann mal ein paar Standards, die man braucht, zusammenklicken. Ich habe das auch, vor vielen Jahren haben wir mal ISDN-Standards da gekauft, haben wir gedacht, wir brauchen den, den und den. Und dann haben wir so viele Heftchen gekriegt und dieser eine Standard bestand darin, also um das zu machen, muss man den und den und den und den Standard haben. Und das ist so ein bisschen so ein, nicht rekursives System, aber so ein hierarchisches System. Und dann hat man also dafür, was weiß ich, ein paar ausgegeben und da mussten wir aber nochmal, weil da nur drin stand, dann schaut mal da und da und da nach, im Wesentlichen haben wir Pointer gekriegt, ne? Mussten wir da nochmal, um da in den Baum weiter runter zu gehen, nochmal ein paar hundert aufwerfen, um die nächsten Standards zu kaufen. Ja, also die verkaufen den gedruckten Standard in Form von Büchern, die verkaufen zum Beispiel Mac-Nummern. Also wenn Sie da eine Herstellerkennung haben wollen, diese 22-Bit-Herstellerkennung haben wollen, dann müssen Sie da Geld abliefern und dann kriegen Sie Ethernet-Adressen, die Sie verwenden können. Na gut, die müssen Sie an Ihren Kunden wieder in Rechnung stellen. Ich möchte hier noch Industrievereinigungen erwähnen. Da gibt es zum Beispiel das ATM-Forum, weil die es nicht rechtzeitig gebacken gekriegt haben, haben sich Hersteller von so ATM-Vermittlungen, wir haben ja schon mal ein bisschen über ATM gesprochen, es kommt auch noch ein paar Mal in der Vorlesung kurz vor, weil es eigentlich interessant ist, obwohl es nur noch wenig stattfindet. Haben sich die Firmen, die solche ATM-Vermittlungen und Geräte hergestellt haben, zusammengeschlossen und haben mal selber gemacht und ein paar Standards geschrieben. Es gibt auch die ECMA. Bekannt von der ECMA ist, glaube ich, das digitale Format auf diesen kleinen Kompakt-Tonbandkassetten, das Aufzeichnungsformat, was man früher mal benutzt hat in den frühen Personal Computers, um auf Kompaktkassetten Programme zu speichern und so weiter. Und das JavaScript, das heißt da, das musste irgendwann mal standardisiert werden, da haben sie es der ECMA angedient, die anderen wollten es alle nicht haben und andere haben es verhindert. Jedenfalls heißt das, glaube ich, als Standard ECMAScript. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Und dann gibt es noch die IETF. Die IETF ist eine schillernde Standardisierungsbehörde. Ich möchte kurz noch was dazu erzählen.
Das heißt Internet Engineering Task Force. Und das ist aus diesem APA-Projekt entstanden. Eigentlich waren das Treffen von den Ingenieuren, die an dem frühen Internet gearbeitet haben. Und die haben sich dreimal im Jahr irgendwo zu einer Art Workshop in einem Hotel in Amerika zunächst getroffen. Und da haben sie über Internetstandards diskutiert. Und zwar das ganze Spektrum. Also man kommt da zusammen, die Interesse haben an Internetprotokollen, auch heute, die fahren zu einem von diesen drei Meetings hin oder vielleicht zu allen dreien im Jahr. Heutzutage ist es so, dass zwei in den Vereinigten Staaten sind und das dritte ist entweder in Europa oder in Asien. Also man fliegt dahin, ein Mitarbeiter von mir, der Heiner Wolf, also damals, vor ein paar Jahren, der hat es auch mal gemacht, der ist zu ein paar ITF-Meetings hingeflogen, ich glaube, der war in Washington zum Beispiel. Der ist also dann nach Washington hingeflogen und zu diesem ITF-Meeting, das ist in irgendeinem Konferenzzentrum dann, man läuft einfach rein. Und dann gibt es da so ein Frontdesk und die Mechanismen sind so, dass man, ja, wenn man wenn man meint, dass es jetzt einen Standard braucht für eine bestimmte Aufgabe der Kommunikation im Internet, ein Standard, bei uns war das damals so für unseren Präsenzdienst, dass man ein Virtual Presence Protokoll aufbaut, dann geht man da also hin und organisiert ein Treffen. Das heißt, Treffen organisieren ist eine aussagekräftige Beschreibung von 3-4 Zeilen auf dem Papier ausdrucken und die Organisatoren bitten einem doch am Dienstag um 16 Uhr einen kleinen Konferenzraum zur Verfügung zu stellen. Dann wird dieser Zettel da irgendwie hingehängt. Diese Sitzungen heißen Birds of a Feather, also Vögel mit demselben Gefieder, also Leute, die am selben Zeug Interesse haben. Dann hängt man also so von so einer BOF-Session, Birds of a Feather Session, seinen Reklamezettel da an der Wand, an der Pinnwand. Und dann geht man mal in seinen Konferenzraum am Donnerstag um 16 Uhr und da kommen vielleicht noch ein paar andere, mit denen diskutiert man mal. Manche kommen und sagen, Virtual Presence Protokoll, was soll denn der Unfug? Dann muss man da klar machen, dass es kein Unfug ist und dass man es für das und das braucht. Manche kommen und sagen, da habe ich auch schon nachgedacht, aber das machen wir ganz anders. Na jedenfalls, wenn es gut ausgeht und sich ein paar zusammenfinden, die da arbeiten wollen, die machen dann eine Mailingliste und einer von denen schreibt mal einen Entwurf. Und wenn der Entwurf halbwegs fertig ist, dann schickt man das als Request for Comments an die IETF und dann kommt es dann auf die offizielle, auf den FTP-Server und in die offiziellen Seiten und dann kriegt man auch eine Nummer verpasst. Und dann können andere Leute dazu Stellung nehmen. Das nächste, was man machen muss, wenn man diesen RFC gemacht hat, ist, man muss natürlich Request for Comments, man muss natürlich einen sauberen Standard aufschreiben nach einem gewissen Format und so ein ASCII-Format mit ASCII-Grafik drin. Man braucht zwei unabhängige Implementierungen davon. Wenn man also alle Kommentare irgendwie verarbeitet hat und eingearbeitet hat, manchen denken uns ja auch so ein völliger Blödsinn, das lassen wir weg. Das wird dann auf den Mailinglisten mit den üblichen Flame Wars und allem diskutiert natürlich. Wenn man noch die zwei Implementierungen zusammen hat, dann muss man sich an Gremien da wenden, das Technical Steering Committee und sagen, guck mal, ich habe jetzt hier einen Standard. Wir möchten, dass das ein Internetstandard wird, dann wird dieses Technical Steering Committee darüber entscheiden und in diesem Technical Steering Committee sitzen halt irgendwelche Leute, die Ahnung haben, die schon lange dabei sind. Naja,
und wenn dieses, wenn die, diese verteilte Infrastruktur von Boards, die es da gibt, von der IETF sagen, ja, das ist okay, dann hat man den Internetstandard. Der Internetstandard kann aber auch daran scheitern, dass irgendeiner angewetzt kommt, irgendeine große Firma, und sagt, das ist ja völliger Blödsinn. Dann rennen die zu diesem Steering Committee hin und sagen zu ihren guten Freunden da, also das kann man überhaupt nicht brauchen und das will ich nicht aus diesem Grund, das will ich nicht aus jedem Grunde. Vielleicht steht auch wirklich Quatsch drin. Vielleicht sind es aber auch nur wirtschaftliche Interessen. Wir bilden uns ein, dass wir mit unserem Virtual Presence Protokoll an den wirtschaftlichen Interessen von zwei Firmen damals gescheitert sind, die es dann, naja, immer weiter verzögert, und das gab die Referenzimplementierung, andere hatten auch Interesse dran, aber es war halt auch ein Interesse von zwei großen Firmen, dass es nicht zustande kommt, weil die ihre eigenen Sachen hatten, beziehungsweise gedacht haben, dass es mit ihren eigenen Sachen sich irgendwie überschneidet. Also man kann da auch scheitern. Aber wenn man eine gute Idee hat, kann man dahin marschieren und einen Standard erzeugen. Ja, auch als zunächst kleines Würstchen kann man da durchaus einen Standard zusammenkriegen. Und es passiert auch immer mal wieder. Ich glaube, dieses Jahr war mal wieder eine IETF-Meeting in Deutschland, könnte jedenfalls sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder, ja, ich glaube, da war eins. Da kann man auch einfach so mal hinfahren, wenn es nicht allzu weit weg ist, oder als Beobachter hinfahren, einfach mal mitreden, vielleicht findet man ja auch was Interessantes und man kann in diesen Boffs mitdiskutieren und so weiter, Witterung aufnehmen und mal lernen, wie das geht, ist sowieso ganz nützlich. Wir sind mal in so einem EU-Projekt, eben der Heiner Wolf, zu mehreren von den IETF-Meetings hingefahren, um was zu bewegen, aber auch einfach nur, um zu lernen und Fühlung zu halten, was da diskutiert wird. Und es ist ein relativ offener Prozess. Also längst nicht so hierarchisch und strukturiert wie hier oben. Jetzt, ich fange es noch an, wir haben noch 5 Minuten, möchte ich noch mal ein wenig wiederholen, weil wir das hier brauchen. Die Folie wird vielen von Ihnen bekannt vorkommen. Die technische Informatik waren zum Beispiel. Wer erinnert sich noch? Okay, dann freue ich mich ja mal schon mal darüber. Asynchrone RAN-Übertragung hat mehrere Gründe oder kann aus mehreren Gründen gebraucht werden. Einer ist, in der Regel sind unsere Leitungen synchron. Wir übertragen die ganze Zeit was. Gerade drahtgebundene Kommunikation ist so. Synchron, um auch Takt zu erhalten, aber auch die Mobilkommunikation ist synchron. Da gibt es ja auch einen zentralen Takt, der vorgegeben wird. Und ab da zählt man dann, bis der eigene Timeslot da ist. Aber wir haben in der Regel asynchronen Drahtenstrom. Also müssen wir für all das, was hier steht, sozusagen, wir teilen das hier so ein in 1 Millimeter breite Stücke. Und wenn es grau ist, dann ist es ein Füllzeichen, wird gerade nichts übertragen. Aber wenn die Rahmenkennung kommt, das rote, also ein besonderes Bitmuster, dann wissen alle, die hier zuhören, es kommt ein Rahmen. Dann kommt vielleicht eine Adresse und weitere Verwaltungsinformationen, dann kommt die Nettoinformation, dann kommt hier irgendwie eine Prüfsumme und dann kommt Rahmen zu Ende. Dann eidelt das hier wieder, rauscht irgendwas, und dann kommt wieder eine Rahmenkennung und irgendwie ein Rahmenheader, und jetzt kommt hier mehr an Daten und dann ist wieder Schluss. Ich will hier nur klar machen, dass so ein Rahmen vielleicht unterschiedlich lang sein kann. Muss nicht, kann aber. Die Füllsignale dienen unter anderem der Synchronisation. Zunächst mal kann so ein Rahmen beliebig viele Bits haben, wir können aber irgendwelche Einschränkungen vorgeben, wir können auch sagen, die Anzahl der Bits muss durch 8 teilbar sein, und es kann maximal 12.000 Bits oder sonst was lang sein. Das nächste, was wir haben, führt uns zu so einem statistischen Multiplex. Ja. Hier hatte ich ja
nicht notwendigerweise mehrere Teilnehmer an den Enden. Vielleicht ist es hier ein Sender und hier ein Empfänger. Da brauchen wir keine Adressierung. Beim statistischen Multiplex brauchen wir Adressierung. Da muss diese andere Seite hier sich das Adressfeld ansehen und diese Daten hier weiterschicken und die hier weiterschicken und die hier weiterschicken. Die kommen hier irgendwie an. Vielleicht muss gepuffert werden. Dann sehen Sie ja, wenn das, während das geschickt wird, kommt das hier noch an. Also können wir nicht gleich weiterschicken und so weiter, sondern wir müssen erst warten, bis das hier weg ist und die kommen mir dann hier so versetzt hier raus. Statistischer Multiplex. Vielleicht müssen wir die Adressen hier verhandeln, vielleicht müssen wir hier Kapazitäten bereitlegen, damit wir hier keinen Pufferüberlauf kriegen. Das heißt, wir brauchen eventuell Verbindungskontrolle, sinnvollerweise auch noch Fehlererkennung. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit unentdeckter Fehler reduzieren. Die Wahrscheinlichkeit unentdeckter Fehler reduzieren. Es können also nach wie vor Fehler passieren, erstens, und es kann zweitens passieren, dass unserem Erkennungssystem irgendwas durchrutscht. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit, dass uns was durchrutscht, reduzieren. Eventuell wollen wir auch Fehler korrigieren. Fehler korrigieren, also wenn wir merken, dass ein Fehler hier passiert ist, weil hier ein Bit umgeklappt ist, oder vielleicht auch hier in dem blauen Teil oder in dem grünen Teil ein Bit umgeklappt ist, in der Adresse oder im Header, wollen wir auch merken. Danach wollen wir vielleicht korrigieren. Wir können a posteriori korrigieren, indem wir wiederholen. Wir können a priori korrigieren, indem wir Forward Error Correction einfügen. Ich nenne die Dinger Rahmen. Manchmal sage ich auch Zellen. Wenn ich schlampig spreche, sage ich auch Pakete. Wenn ich schlampig spreche. Denn eigentlich meine ich mit dem hier auf dieser Ebene, und das, ja, das spielt sich eigentlich auf Ebene 2 ab. Die asynchrone Rahmenübertragung. Dann möchte ich eigentlich gerne Rahmen sagen, vielleicht sage ich Zellen. Zellen sage ich aber in der Regel, wenn die Dinger alle gleich lang sind. Paket sage ich auf Schicht 3. Hoffentlich, oder Schicht 4. Auf Schicht 2 würde ich gerne meistens Rahmen sagen. So, Zeit ist um für heute. Oh, gerade super pünktlich, 15.30 Uhr und 2 Sekunden. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Und morgen ist, glaube ich, Feiertag. Also, auf Wiedersehen. Nächste Woche wieder am Montag.